Moin und willkommen, meine Freunde, zum Entscheidungstag in der vermutlich spannendsten Gruppe, die wir bis jetzt hier in dieser EM gesehen haben, beziehungsweise die spannendste Gruppenkonstellation gibt's in dieser Gruppe. Es ist wirklich verrückt. Ganz kurz, wenn ihr das andere Spiel noch nicht gesehen habt, müsst ihr nach dem Spiel natürlich erst unbedingt vorbeischalten. Ukraine gegen Belgien läuft ja gerade parallel. Ich verlinke es euch jetzt rechts oben mal in der Infocard. Auch das, wie gesagt, zieht's euch rein. Ihr müsst die Spiele beide unbedingt gesehen haben, denn ich gehe ganz kurz auf die Tabelle ein. Es ist so crazy spannend. Alle haben 3 Punkte. Es ist ganz kurz erklärt, aufgrund vom Torverhältnis. Rumänien auf der 1, Belgien auf der 2, Slowakei auf der 3, Ukraine auf der 4. Eigentlich zählt der direkte Vergleich, aber der ist eben ein bisschen kompliziert bis jetzt. Deswegen zählt die Tordifferenz. Genau, so viel nur dazu. Ich würde sagen, wir springen auch schon rein ins Game. Slowakei gegen New Rumänien. Schreibt mir gerne eure Tipps, wie ihr denkt, dass es in echt ausgehen wird. Jetzt unten unbedingt in die Kommentare. Und lasst auch unbedingt ein Abo da, um ja dann die Spiele heute Abend nicht zu verpassen. Da wird ja noch Gruppe F entschieden. Und natürlich um die Achtelfinal, Viertelfinal, Halbfinalspiele. Und das Finale nicht zu verpassen, gibt es natürlich dann auch auf meinem Kanal. So, jetzt aber rein ins Spiel. Wundert euch nicht, warum meine Stimme so crack ist. Ich war gestern am Fanfestival, also in der Fanzone in München. Geisteskrank, geile Stimmung. So, darum soll es überhaupt nicht gehen. Ich gebe ab an meine Kollegen Wolfus und Frank Buschmann. Viel Spaß euch mit dem Game. Let's go. Und ganz kurzer nachträglicher Anhang. Dieses Spiel steht von der UEFA übrigens unter besonderer Beachtung. Denn sollte dieses Spiel unentschieden ausgehen, sind sie beide sicher im Achtelfinale. Und nur noch Belgien oder die Ukraine kann im Parallelspiel weiterkommen. Das nur ganz kurz nebenbei am Rande erwähnt. Also schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr denkt, dass es da eine Absprache gibt. Oder ob ihr eine Absprache mit dem gegnerischen Team in so einer Situation machen würdet. So, jetzt aber wirklich rein ins Game. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Ich bin Wolf Fuß, ich darf diese Partie mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Wir zeigen Ihnen heute das erste Gruppenspiel der EM 2024. Alle freuen sich auf diese Partie. Die Yannis Hagi! Also wenn er da den Schlenzer nimmt, dann geht er rein. Gut möglich. War eine Riesenchance. Das ist die Aufstellung der Slowakei. Im Tor Martin Dubravka. Stanislav Lobotka steht mit Andrej Duda im Zentrum. Und im Sturm werden wir bei Ihnen zu Beginn des Spiels nur einen Angreifer sehen. So geht Rumänien in dieses Spiel. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Guter Zweikampf. Langsam wird's gefährlich. Schönes Dribbling. Den Fernschuss nimmt er sich. War aber wohl doch zu groß, die Entfernung. Da werden jetzt viele von Torwartfehler reden. Klar, Ball bleibt gefährlich, dann der Nachschuss und dritt ist er. So, wir sehen da nochmal die misslungene Parade. Ja, die ist Ausgangspunkt für diesen Treffer. Und da sind sie dann einfach schneller, dann ist die Chance da, da ist die Lücke und dann fällt das Tor. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Skriniar. Hanko. Duda. Stanislav Lobotka. Einwurf. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Andrej Duda. Stark verteidigt. Yannis Hagi. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Yannis Hagi, das ist noch gefährlich. Der Angriff damit beendet. Duda, sie üben schon früh Druck aus.
André Duda. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Razvamarin. Immer noch mit dem Ball. Immer wieder schaut er, wo ist die Lücke. Das macht er sicher. Die Ecke kommt. Klasse, wie er den mit dem Kopf nimmt, aber knapp über die Latte. Er bekommt die Unterstützung. André Duda. Schöner Pass. Der Ball ist drin, der Treffer zählt. Ausgleich. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass und dann geht er natürlich rein. Das ist eine Distanz, da kannst du, ja, ehrlich gesagt, fast nicht mehr daneben schießen. Sie holen sich den Ball. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Chance zur Führung. Kein Problem, den hat er. Jetzt der Eckball. Der Befreiungsschlag. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Erstmal Gefahr bereinigt. Toll gehalten in dieser Szene. Das wäre die Führung gewesen, aber da zeigt er sein ganzes Können. Er ist unüberwindlich. Nicole Stanciu. Er kann sich durchsetzen. Ah, er kann klären. Also, wenn er so hingeht, was soll der Schiri machen? Gelb für die Aktion. Eine gelbe Karte, über die man sich nicht beschweren kann. Nein, Wolf, sehe ich auch so. Die musst du geben. Das lässt keiner durchgehen. Wird Einwurf für Rumänien geben. Björns, Pausenpfiff. Gleich geht es hier also weiter mit Durchgang 2. Wie ist deine Einschätzung, Buschi? Das war vor der Pause eine gute Leistung, oder? Er hat den Ausgleich gemacht. Das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. Damit machen wir hier weiter. Der zweite Spielerschnitt kann losgehen. Es steht unentschieden. Es bleibt hier also weiter spannend. Guter Zweikampf. Mitspieler frei. Jetzt kann der Pass kommen. Gute Chance eigentlich, aber dann doch zu hoch angesetzt. André Duda. Ah, etwas zu unpräzise in dieser Situation. Ja, stramm war er, absolut. Aber vielleicht wäre es doch der Schlenzer gewesen. Yannis Hagi.
Spiel geht weiter. Vorteil nach diesem Foul. Setzt sich klasse durch. Chance zur Führung. Gehalten, aber weiter aufpassen. Er kann erstmal klären. Da wären sie ja fast in Führung gegangen, aber wir haben es gesehen. Da ist er da. Er hält den Ball. Unfassbar. Sie greifen an. Man spürt, diesen Schwung wollen sie jetzt auch vor dem gegnerischen Tor nutzen. Razvamarin. Ja, guter Pass. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Jetzt wechseln sie hier aus. Das ist schon ziemlich passiv, was sie da hinten machen. Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Wo bleiben die klaren Torchancen? Ich glaube, wenn sie das nicht hinbekommen, wenn sie nicht mehr Gefahr vor dem Tor kreieren, dann wird das hier maximal ein Remis geben. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Guter Befreiungsschlag. Er zieht ab. Bei dieser Ecke hoffen sie jetzt auf den Führungstreffer. Es gibt eine Auswechslung. Ecke kommt in die Mitte. Super, diesen Eckball abgefangen. Das war nicht ungefährlich. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Vielleicht die Konterchance. Aber das stellt sie doch vor keine großen Probleme. Razvamarin. Sieht vielversprechend aus. Zieht ab. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Duda. Haraslin. Weg ist der Ball. Razvamarin. Diesen Pass holen sie sich. Schranz. Kurz vor Ende nochmal der Angriff. Weiter unentschieden. Aber damit haben sie doch keine echten Probleme. 8 Minuten jetzt noch. Nicole Stanciu. Klasse Einsatz. Schön, spielt den Pass. Super geblockt. Letzte Chance zur Führung. Es gibt nochmal Ecke. Der Vorstoß in die Mitte jetzt. Das ist die Chance. Schöne Aktion vom Torhüter. Er hält sein Team im Rennen. Ja, zumindest der eine Punkt scheint ihnen jetzt so gut wie sicher. Jetzt die Ecke. Ball geht weit vorbei. Kein guter Kopfball. Da hat kaum was gestimmt bei dieser Aktion. Bosenik. Sie schalten auf Angriff um. Das ist wohl die letzte Chance, hier doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Sah sehr gefährlich aus. Oh, das war ein echter Kracher. Sie gehen dazwischen. Stanislav Lobotka.
Ein Spiel ohne Sieger, Buschi, aber gewonnen haben heute auf jeden Fall die Zuschauer, denn das war schon ein sehr unterhaltsames Fußballspiel. Auf jeden Fall, wir haben viel gesehen, beide haben uns viel gezeigt, Spannung war drin, war eine enge Geschichte, beide können mit diesem Remis zufrieden sein. Das war gut, was er heute angeboten hat. Den wichtigen Ausgleich gemacht in diesem Spiel, am Ende schaffen sie hier das Unentschieden und wir wissen nicht, wie es ohne diesen Treffer ausgegangen wäre, von daher auf jeden Fall eine gute Leistung. Und das war's also mit dem Spiel. Eine echt packende Partie. Rumänien hätte sich den Sieg auf jeden Fall verdient gehabt, wenn man sich zumindest die erwarteten Tore anschaut. Und jetzt auch ganz kurz mal auf die Events. Viel ist ja nicht passiert. 2 Tore sind gefallen. Aber gut, so viel dazu. Jetzt blende ich euch gleich mal die Tabelle ein, wie sie zumindest laut unserer Prediction aussieht. Kleiner Spoiler. Rumänien stand vor dem Spieltag auf der 1 aufgrund vom Tor... aufgrund von einer Tordifferenz. So, jetzt habe ich es. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, alle hatten 3 Punkte. Also, auf jeden Fall, ihr erfahrt jetzt dann gleich natürlich automatisch, wie das andere Spiel ausgegangen ist. Sprich, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, zieht euch das auf jeden Fall als erstes rein. Aber ich würde sagen, jetzt gucken wir auch endlich auf die Tabelle. Davor muss ich noch ganz kurz was sagen. Ich habe es davor ja schon gesagt, bei einem Unentschieden sind sicher beide weiter. Das heißt, Slowakei und Rumänien brauchen sich gar keine Sorgen machen, wie das andere Spiel ausgegangen ist. Trotzdem blende ich euch jetzt mal die Tabelle ein. 3, 2, 1 und da ist sie und man sieht's. Die Ukraine ist auf der 1, sprich wer clever mitgerechnet hat oder einfach noch die Tabelle davor im Kopf hatte, weiß, dass sich die Ukraine durchsetzen konnte, aber jetzt kommt sie erst. Guckt mal auf die Tordifferenz, wer da ein bisschen aufgepasst hat, weiß, dass die Ukraine, ja, ein paar weniger geschossene Tore davor hatte. Es war ein echt crazy Spiel, das heißt, ihr müsst euch das unbedingt reinziehen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Es war wirklich verdammt, verdammt wild. Und ich bin sowas von gespannt, wenn das in echt ausgehen wird. Ja, gibt's da Vorwürfe dann an beide Teams? Kommt natürlich voll drauf an, wie das dann zustande gekommen ist. Ich bin echt verdammt, verdammt gespannt. Klar, gegenüber der Ukraine und Rumänien wäre es total, total unfair. Aber ich nehme mal an, dass trotzdem die Slowakei als auch Rumänien niemand wirklich ins größte Risiko gehen will. Weil wie gesagt, wer verliert, könnte trotzdem noch rausfliegen. Mit dem Unentschieden sind sie beide sicher weiter. Es ist eine verdammt wilde und crazy Gruppenkonstellation. Ich glaube, die gab's schon seit Ewigkeiten nicht mehr so. Es gab ja mal diesen Skandal Österreich gegen Deutschland, wo sie dann eben beide auf dem Unentschieden gegangen sind und aufgrund dessen beide weitergekommen sind. Aber eben ein Team, ich weiß nicht mehr, wer, vielleicht sogar die Ungarn, rausgeflogen sind. Aber gut, das nur kurz jetzt nebenbei am Rande erwähnen. Jetzt müsst ihr unbedingt rechts oben ein fettes Abo da lassen und die Glocke aktivieren, um eben die Spiele heute Abend nicht zu verpassen. Und links oben verlinke ich euch mal das Parallelspiel. Wie gesagt, ihr müsst es euch reinziehen. Und drunter mal die Playlist von dem ganzen Projekt. So viel dazu, macht es gut, haut rein und hoffentlich dann. Bis bald. Also bis heute Abend, um genau zu sein. Ciao.